Rakete mit Straßenzulassung. Ihr Name? Apollo. Ihr Antrieb? Ein 8-Zylinder Biturbo mit 650 PS. Von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Und erst wenn die Tachonadel auf 360 km/h steht, ist Schluss. Bis später. Ein Geschoss auf dem Asphalt, das seinem Fahrer alles abverlangt. Das ist ein Wahnsinn. Das ist einfach ein Wahnsinn. Echtes Hightech, gebaut mitten in Thüringen, hinter diesen maroden Mauern einer ehemaligen Nähmaschinenfabrik. 25 Mitarbeiter arbeiten am Apollo-Projekt. Schweißen, feilen und bohren. Handarbeit mit höchster Präzision. Aus vielen Einzelteilen entsteht in 14 Tagen das Grundgerüst. Der Rohrrahmen des Apollo. Hier werden 192 Rohre miteinander verschweißt. Es handelt sich um Rohrstärken von 25, 35, 45 mm, Wanddicken von 1 bis 2 mm. Jedes Rohr erhält durch die Prismen ihre exakte Position. Wir liegen beim Schweißen mit einem Verzug von 0,2 bis 0,5 mm pro Rahmen sehr gut im Limit. Der ganze Rennrahmen darf maximal 136 Kilo wiegen. Für den fertigen Rahmen geht es danach in die Produktionsstraße. Erster Schritt: der Einbau der Sitzschale für Fahrer und Beifahrer. Die Schale besteht aus Carbonfaser. Das Material ist sehr leicht und doch hoch belastbar. 4-Punkt-Renngurte pressen die Fahrer später fest in die Sitze. Diesen unscheinbaren Kasten verschrauben die Mechaniker fest mit der Front. Im Notfall soll er Leben retten. Das ist eine sogenannte Crashbox, die ist speziell angefertigt für das Fahrzeug, besteht aus einem ganz speziellen Wabenprofil und bei einem starken Frontalaufprall wird die Hauptenergie hier in dem Bereich aufgenommen, sodass Rahmen geschützt werden und vor allen Dingen die Insassen nicht zu Schaden kommen. Das erste Aggregat, das eingebaut wird, ist die Heizung. Trotz Leichtbauweise und spartanischer Ausstattung braucht der Fahrer auf eine Klimaanlage nicht zu verzichten. Motor und Getriebe werden fertig geliefert und en bloc verbaut. Danach verlegt das Apollo-Team rund 5 Kilometer Kabel. Für die Mechaniker ist die Arbeit am Apollo immer wieder eine Herausforderung. Schließlich ist jeder Wagen ein Unikat. An jedem Auto hat man mitgebaut in dieser Manufaktur, da steckt das Herz mit drin und das ist einfach auch eine schöne Sache, wenn man dann irgendwann mal, auch wenn man sich selbst so ein Fahrzeug nicht leisten kann privat, das auf der Straße mal sieht und sagen kann, da habe ich mitgebaut. Die Mission Apollo hat dieser Mann zur Serienreife gebracht. Firmenchef Roland Gumpert hat mit seiner Crew lange an der Form getüftelt. Wir haben im Jahre 2002 angefangen mit der Form des Autos. Wir waren 3 Monate lang im Windkanal. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, dass wir dieses Windkanalmodell hinbekommen haben und diese weiblichen, runden Formen mit dieser schönen Brutalität zugleich reinzubekommen. Da braucht man unbedingt ein 1:1-Modell und man braucht ungefähr drei Jahre plus ein paar Monate gebraucht von der Entwicklung vom 1:4-Modell bis zur Serienreife. Das Mittelteil der Carbonfaserkarosserie wiegt nur 35 Kilo. Durch die konsequente Leichtbauweise kommt der Apollo auf ein Gewicht von gerade einmal 1 Tonne. Bei der Innenausstattung kann der Kunde sowohl die Farbe als auch die Materialien selbst bestimmen. Dank vormontierter Teile schafft es die Apollo-Crew innerhalb von 10 Tagen, einen Wagen fertig zusammenzubauen. Trotz seines Einstiegspreises von rund 200.000 Euro gibt es viele Interessenten. Hotelier Dietrich Wendland ist einer der betuchten Kunden. Der Betriebsleiter weiht den Sportwagen-Freak in die Geheimnisse des Geschosses ein. Was ist für eine Schaltung? Wir haben eine sequentielle Schaltung, das heißt, Sie schalten alle Gänge in Linie. Ja. Wenn Sie jetzt hochschalten, ziehen Sie den Schalthebel zu sich ran. Und wenn Sie wieder runterschalten wollen, müssen Sie nach vorne schalten. Und wenn Sie mal rückwärts einparken möchten, ja, müssen Sie im Leerlauf den
Rückwärtsgang-Taster betätigen, dann öffnet hinten ein Ventil und dann können Sie eben in den Rückwärtsgang schalten. Ja. So, Herr Wieland, ich zeige Ihnen jetzt mal unser Herzstück unseres Fahrzeuges. Ja, jetzt bin ich ja gespannt, wo ich meine Dennis-Sachen hintun kann. So, wir haben ja nicht viel Platz, aber ja, wir haben für unsere Kunden extra noch einen Kofferraum eingebaut. Das ist ja super. So, dass Sie auch dort Ihren Aktenkoffer mit reinbekommen. Schön, ja? Schön. Kleine Utensilien, wenn man mal übers Wochenende weg. Ja, das langt ja völlig zu, das ist ja super. Das ist beeindruckend. Ich bin seit vielen Jahren Porsche-Fahrer, aber das ist faszinierend. Also das ist für mich ein Argument, dass ich den Weg hierher gefunden habe. Und wir haben uns heute den ganzen Tag schon unterhalten, werden anschließend noch eine tolle Probefahrt machen. Und ich denke, dann kann eigentlich der ganzen Sache nichts mehr im Wege stehen, weil die Fahrdaten, die taktischen Daten, die Ausstattung, das Ingenieur, wie das hier alles, was das für einen Eindruck macht, das ist einfach Wahnsinn. Das ist toll. Bevor ein 650 PS Bolide auf die Straße kommt, geht es zum Härtetest auf einen Militärflughafen. Fährst du nochmal Runway einmal runter, 250 Vollspeed und dann schauen wir nochmal, was wir für Federwege vorne fahren. Ja, okay. Auf dem Programm der Tester Fahrwerk abstimmen und Fahrverhalten optimieren. Bei Topspeed und starkem Aquaplaning stößt auch der Apollo an seine Grenzen. Dietrich Wendland will es bei seiner Probefahrt wesentlich ruhiger angehen lassen. Ganz vorsichtig dirigiert der Porsche-Fahrer das 650 PS-Gefährt vom Firmengelände auf die Straße. Das echte Rennfeeling lässt aber auf sich warten. Apollo-Fahren will gelernt sein. Dietrich Wendland macht Bekanntschaft mit der unbändigen Kraft des Racers und den Tücken der Schaltung. Das ist schon ein Geschoss. Ein Auto für Könner. Es ist die erste Probefahrt, sicherlich ist nicht ganz so einfach, aber so geradeaus funktioniert ja schon ganz gut. Richtig viele Geraden gibt es allerdings nur auf der Rennstrecke. Und erst da kann der Apollo wirklich zeigen, was er so drauf hat. Für Dietrich Wendland soll es trotzdem nicht die letzte Fahrt gewesen sein. Und Kaufentscheidung gefallen, hat die Probefahrt Sie überzeugt? Probefahrt hat überzeugt, Auto wird gekauft, alles super. Ein bisschen muss er sich noch gedulden. Frühestens in 6 Monaten darf er einen Apollo sein eigen nennen. So lange beträgt die Wartezeit. Weitere Autovideos unter abenteuerauto.de.